Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Teil unseres Set Spotlights Lost Caverns of Ixalan. Bei mir ist noch immer der Herr der Karten. Und wir sind jetzt bei den roten Karten angekommen. Die erste Karte, die wir haben, ist der Knochenhort Dracosaurus. Jawohl. Zwei rot, drei farblos ist ein Dino-Drache, was natürlich ein Vorteil für ihn ist. 5-5 ist der. Zu Beginn deines Versorgungssegments schickst du die obersten zwei Karten deiner Wahl, deiner Bibliothek ins Exil. Du kannst in diesem Zug spielen. Falls du auf diese Weise eine Länderkarte ins Exil geschickt hast, erzeuge einen 3-1 roten Dino-Kreaturenspielstein. Falls du auf diese Weise eine Nicht-Landkarte ins Exil geschickt hast, erzeuge einen Schatzspielstein. Mhm. Also den finde ich doch richtig gut. Ja, 5 Mana, 5, 5 Fliegend und Erstschlag sind gute Starts, auch wenn er nicht angreift, also auch wenn er nicht Haste hat, sozusagen. Weil das ist immer was halt bei den Drachen, bei den fetteren Drops immer ganz nett ist, dass wenn sie Haste haben, aber dass er dann halt Card Advantage macht und Mana Advantage macht und Board State Advantage, ist halt schon sehr viele Advantages. Die Sache ist halt, sag mal, du hittest zwei Karten. Eine ist ein Land. Normalerweise denkst du immer, ist für die Kotz. Aber nein, ist ein 3-1er. Die andere ist ein Nicht-Land. Das heißt, du kriegst auf jeden Fall diesen Schatzspielstein, ob du sie jetzt spielen kannst oder nicht. Genau, das heißt, du bist auf jeden Fall dann auf 6 Mana. Und dann solltest du ja das meiste spielen können. Kannst du Land spielen, bist auf 7 Mana. Und mit 7 Mana kannst du wahrscheinlich alles, was du gehittet hast, spielen und vielleicht auch einen zweiten Spell aus der Hand. Ja, also den finde ich richtig gut. Ja, der muss halt beantwortet werden. Der gewinnt halt, der übernimmt einfach das Spiel, weil er den Gegner in Advantages schlägt. Ja, ja, der. Und selber ein fetter Bieter ist. Der scheißt dich halt mit Value zu. Ja. Dann gibt es Tolkuns Tunnelbohrer. Ein rotes, zwei farblose legendäres Artefakt. Wenn der Tunnelbohrer ins Spiel kommt, wirf eine beliebige Anzahl an Karten ab und ziehe dann entsprechend viele Karten plus eine. Mhm. Zu Beginn deines Endsegments und falls du in diesem Zug abgestiegen bist, lege eine Bohrungsmarke auf Tolkuns Tunnelbohrer. Falls dann drei oder mehr Bohrungsmarken auf ihm liegen, entferne sie und transformiere ihn. Gut, also einmal macht er das selber, wahrscheinlich, weil du ja beim Abwerfen ein Permanent vielleicht abwerfen wirst, dann hat er schon mal eine Marke. Dadurch, dass er sich, also momentan ersetzt er sich nur selber. Ja, du wirfst halt eine Karte ab, ziehst zwei, hast den praktisch ersetzt. Okay. Das dauert halt alles sehr lange. Ja, ja, ich finde die Vorderseite auch nicht so aufregend, sage ich ganz ehrlich. Ich habe die Rückseite, finde ich aber gut genug, dass ich es reingenommen habe. Das ist dann Tekutlan, die sengende Kluft. Mhm. Macht ein rotes Mana. Ja. Immer wenn du einen Permanent-Zauberspruch mit Mana wirkst, das von Tekutlan, der sengende Kluft, erzeugt wurde, wende Entdeckung X an, wobei X gleich dem Mana-Betrag jenes Zauberspruchs X. Und das ist wieder die Cascade-Ability, oder? Genau. Das heißt, wenn dann jeder meiner Permanents mir eine Karte zieht oder ein zweites Permanent oder ein zweiter Spell ist, dann springe ich halt auch durch ein paar Ringe, wenn das sein muss. Ja. Es dauert halt alles sehr lang. Die Frage ist, ob das halt zu lange dauert. Ja, es passiert, also Turn 5 passiert. Und weil Turn 3 spiele ich das, dann kriege ich eine Marke drauf, Turn 4 kriege ich eine Marke, schaffe ich eine Marke drauflegen, Turn 5 schaffe ich eine Marke draufzulegen. Die Sache ist. Allein es kommt dann erst Turn 6, weil es transformiert das End des Turns. Genau. Zu Beginn deines Endsegments und falls in diesem Zug abgestiegen bist. Ja, ja, du musst absteigen, natürlich. Du musst halt. Du musst halt Turn 4 und Turn 5 dann schaffen abzusteigen, wenn du es Turn 3 gespielt hast. Und dann hast du Turn 6 dieses Land und dann spielst du halt deinen Drachen und kriegst die zweite Karte gratis zum Beispiel. Mhm. Ja. Bin ich nicht so begeistert, muss ich gestehen. Also, ich weiß nicht, ob es gut für Standard ist, weil Standard halt schon sehr viele aggressive Decks auch hat. Ja, und da kann sein, dass es zu langsam ist. Ich glaube wieder, ich sag's jetzt, dass in Commander richtig Sieg sein kann. Sehr gut. Dann tun wir weiter. Breaches, eifriger Plünderer, ein rotes, farbloser Goblin Pirat 3-3. Erstschlag. Immer wenn ein Pirat, den du kontrollierst, angreift, bestimme eines, das in diesem Zug noch nicht bestimmt wurde. Erzeuge einen Schatzspielstein. Eine Kreatur deiner Wahl kann diesen Zug nicht blocken. Schicke die oberste Karte deiner Bibliothek ins Exil. Du kannst in diesem Zug spielen. Ja. Und das ist halt genauso eine Karte, wo ich sage, und deswegen ist das andere halt wahrscheinlich zu langsam für Standard. Ja. Weil wenn ich den Turn 3 spiele und vielleicht schon einen Piraten im Spiel habe, greift der andere Pirat an und ich mache einen Schatzspielstein, weil du vielleicht gar keinen Blocker hast. Oder du hast halt jetzt keinen Blocker, weil ich das nicht möchte. Nächster Turn greift Breaches und der an und dann mache ich halt keine Ahnung, schicke ich die oberste ins Exil, weil ich es mir erlauben kann und dann schieße ich noch was auf die, ich spiele extra, also es ist halt schon relativ gut. Der ist schon ganz gut, nicht? Weil er ist für drei, und vor allem Erstschlag ist halt, gerade für die aggressiven Decks, halt mega gut, weil es halt die Blocker viel schlechter macht. Weil halt auch schon die Power mit 3 ist halt schon gut genug für First Strike. Ja. Und das ist halt schon, also
So in einem roten aggressiven Deck, glaube ich, ist der eine solide Sache, wobei die roten aggressiven Decks halt schon wenig Dreierdrops eigentlich spielen. Ja, aber den willst du halt aber spielen. Den willst du halt spielen wahrscheinlich. Dann gibt es Inti, Seneschall der Sonne. Was ist ein Seneschall? Ah, einer der ist ein Ankündiger, oder? Ist das nicht so? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Schon, überfragt. Ja. Legendäre Kreatur, Mensch, Ritter, ein rotes, ein farbloses 2-2. Immer wenn du angreifst, kannst du eine Karte abwerfen. Wenn du dies tust, lege eine +1/+1 Marke auf eine angreifende Kreatur deiner Wahl. Sie verursacht Trampelschaden bis zum Ende des Zuges. Mhm. Immer wenn du angreifst, kannst du eine Karte abwerfen. Wenn du dies tust, lege eine +1/+1 Marke. Okay, es muss nicht einmal er angreifen. Korrekt. Das heißt, auch 1-Drop into 2-Drop ist gleich fetterer 2-1-Drop. Immer wenn du eine oder mehrere Karten abwirfst, schicke die oberste Karte deiner Bibliothek ins Exil. Du kannst jene Karte bis zum Ende deinem nächsten Endsegment spielen. Das ist leider ein bisschen schade. Nicht bis zum übernächsten. Das wäre schon ein bisschen blöd. Aber ich finde es immer, es ist auch das ist halt. Eine Value-Maschine. Ja. Und eine Subago-Karte. Den 1er-Drop gelegt, den 2er-Drop gelegt, irgendwas abgeworfen. Der 2er-Drop, der 1er-Drop, der wahrscheinlich eh 1-2 oder irgendwas war, weil ist dann auf einmal 1-2-3. Hat Trampel. Ich habe den Dude, nächste Runde greife ich mit dem Dude an, schicke was weg, kann was gratis, kriege was von oben von meiner Bibliothek, kann das spielen, Holo Daro, die Waldfee, du bist tot. Mhm. Ja. Das vor allem, und wenn du dich entscheidest, im ersten Mal nichts abzuwerfen, ab dem Moment, wo du Mana offen hast, wenn du was abwirfst, ersetzt sich die abgeworfene Karte selbst. Ja. Das ist halt schon nice. Finde ich sehr stark auch. Ja. Wirklich stark. Den haben wir schon gesehen, das ist ein Katzengott. Oder? Katzen-Dino irgendwas Gott ist das. Wenn du das sagst. Er hat Katzenbeine. Er hat einen Dino, einen Arm, ein Pfeil in der Hand und einen Totenschell. Ja, ziemlich krass. Orga-Typ. Oya Axonil. Tiefste Macht. Zwei rote, zwei farblose, 4-4. Ein Gott verursacht Trampelschaden. Der schaut auch so aus. Mhm. Falls eine rote Quelle, die du kontrollierst, einem Gegner eine Summe an Nicht-Kampfschaden zufügen würde, die kleiner ist als Oya Axonils Stärke, fügt jene Quelle stattdessen Schadenspunkte in Höhe von Oya Axonils Stärke zu. Ja. Wenn Oya Axonil stirbt, bring ihn getappt und transformiert unter der Kontrolle seines Besitzers ins Spiel zurück. Mhm. Den finde ich doch sehr gut. Da gibt es schon sehr, sehr lustige Sachen. Spiele ich Schock für 4. Ja, mache ich lieber Grape Shot. X ist gleich 3, dann gibt dir 3x4 Schaden. Bis steppert. Also Storm ist 3. Das ist richtig gut. Ah ja, kannst halt mit einem Mini-Grape-Shot den Gegner umschießen. Finde ich schon sehr gut. Oder wie heißt das, was auf der Rückseite ein Land ist, auf der Vorderseite F1 Schaden schießt? Shatter Skull Smashing? Nein, das nicht. Das andere, das was getappt ins Spiel kommt, was eh viele Decks auch spielen. Ist ja wurscht. Wenn das Spiel ist, spielen eh viele Decks, dann tappe ich, dann schieße ich mal 4 Schaden für dich. Also spielt ja aber nur für Permanence, glaube ich. Das spielt ja für Kreaturen leider. Oh, das aber geht aber mit Dings. Schieße einen Damage auf den Gegner und wenn ein Viech ins Spiel kommt mit der Mauer, enttappt und sowas. Ja, es ist ja nur eine rote Quelle, die nicht Kampfschaden macht. Alles, was pinkt, pinkt für 4. Und Grapeshot ist natürlich. Also Grapeshot muss halt einen Stormcount von 4 schaffen. Dann kill halt Grapeshot, weil dann machst du 5x4 Damage. Wie lächerlich. Tempel der Macht. Ein rotes wird gemacht. Jawohl, am Tempel der Macht. Und wenn du stabst für ein rotes Verfahren, transformiert den Tempel der Macht, aktiviert die Fähigkeit nur, falls rote Quellen unter deiner Kontrolle in dem Zug 4 oder mehr Nicht-Kampf-Schadenspunkte zugefügt haben und nur für eine Hexerei. Ja, das ist wieder ein bisschen schwierig, weil die meisten Burn-Spells halt 3 machen. Aber halt Burnspells aufsparen und dann 2 schießen. Ja, oder du hast halt das Problem. Und die 4 machen, kosten halt viel. Sei es jetzt dieses Battle, das 4 Damage macht und einen Schaden auf eine Kreatur. Das kostet halt 3 Mana, da brauchst du halt dann 6 Mana. Sei es Stoke the Flames, das kostet halt 4 Mana. Ich meine, da kannst du wenigstens Kreaturen tappen. Ja. Aber ja, also das ist den wieder zurückzubringen, ist glaube ich nicht so einfach. Aber außer im Birgi-Deck vielleicht. Birgi. Aber ich glaube auch, dass du im Birgi-Deck den spielen willst, weil du kannst halt dann die Gegner einfach, kannst relativ schnell auf einen Stormcard kommen, und der ganz ausreichend ist, um dort zu schießen. Gefällt mir gut. Ja. Gefällt mir wirklich gut. Poetische Findigkeit gibt es dann. Eine Verzauberung, ein rotes, zwei farblose. Immer wenn einer oder mehrere Dinosaurier, die du kontrollierst, angreifen, erzeugt entsprechend viele Schatzspielsteine.
Immer wenn du einen Artefaktzauber wirkst, erzeuge einen 3-1 roten Dinosaurier-Kreaturenspielstein. Die Fähigkeit wird nur einmal pro Zug ausgelöst. Ja. Was ich an der Karte gut finde, ist, dass egal welches Deck du spielst, sich selber feedet. Bist du das Dinosaurier-Deck, kriegst du Schatzspielsteine. Mhm. Bist du das Artefakt-Dienst, kriegst du Dinosaurier, die dann wiederum Schatzspielsteine machen. Mhm. Stimmt. Das finde ich halt gut. Ja. Und vor allem, du kriegst, die Schatzspielsteine sind abhängig davon, wirklich, wie viele Dinosaurier du hast. Ja. Das heißt, es wird mehr. Du kriegst immer nur einen 3-1, was jetzt nicht mega aufregend ist, aber auch das, ich finde es fair. Und dass es selber feedet, finde ich halt gut. Du brauchst. Es ist okay, du kannst ja mit den Dinos machst du dir Schätze, damit du größere Dinos casten kannst. Genau. Wenn du mehr Schätze machst. Oder andere Artefaktzauber wieder casten kannst, um wieder noch weitere Dinos zu kriegen. Ja, es, wenn man aus der Sicht betrachtet, finde ich ganz gut. Ja. Wie ist der? Der ist gut. Starkes. Der ist richtig gut. Brüllender Carnosaurus, der kostet 2 rote, 4 Farblose, 7-6, verursacht Trampelschaden. Mhm. Wenn er ins Spiel kommt, wendet Entdeckung 5 an. Das ist das Cascade. Ja. Für ein rotes, 2 Farblose wirft den brüllenden Carnosaurus ab. Er fügt einer Kreatur oder einem Planeswalker deiner Wahl 3 Schadenspunkte zu. Ja. Ist unsere letzte Karte für heute und ich finde dies schon sehr nett, weil sie für 6 Mana eine 7-6 mit Trample ist gut. Für 6 Mana eine 7-6 mit Trample, die dir noch einen Spell mit 5 Mana casten kann, ist sehr gut. Ist schon sehr gut. Und falls du aus irgendeinem Grund früher was brauchst, dann wirfst du ihn halt ab und machst 3 Damage. Ja, finde den auch ganz cool. Also ich bin ein großer Freund von Dinosauriern. Ja, demnach. Aber der ist halt auch einfach, der ist, und wenn da drauf steht, Nacktschnecke als Kreaturentyp, der ist einfach gut. Ja, aber den bedeutend schlechter machen. Halt ein Dinosaurier. ja, wir sind fertig mit den heutigen, mit den Karten für den heutigen Teil. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt natürlich immer liken, subscriben, kommentieren. Auf allen unseren Social Media Plattformen im nächsten YouTube-Video uns begutachten oder im Spielraum in Wien. Bis zum nächsten Mal. Ciao. GMAL? Na, jetzt nur G. Ja, aber GMAL haben wir. Ja. Und dann haben wir noch Jurassic.